Gib mir doch noch meinen, Alter. Wieso krieg ich eigentlich den Behinderten? Kürbis ist sofort billig, ne? 5 Euro pro. Echt? Ja. Was fang ich an? Aber man muss sich aber auch echt eine gute Seite aussuchen, ne? Ja, ich bin drauf. Hi! Was geht? Willkommen zurück bei einem ganz besonderen... Nein. Willkommen zurück bei einem neuen Video. Wir werden heute Kürbisse schnitzen mit Aslan und Jasper natürlich. Der ist nicht verlinkt, weil der hat nichts. Und der ist verlinkt und der hat was. So, wir werden jetzt Kürbisse schnitzen. Wir werden jetzt Kürbisse schnitzen und der Schönste gewinnt. Ich weiß nicht was, aber gewinnt. Das müsst ihr abstimmen. Unten in der Beschreibung oder in dem Top-Kommentar wird ein Straw-Poll sein. Da könnt ihr dann abstimmen. Aslan macht das tatsächlich zum ersten Mal. Gab's damals nicht. Und du machst das gab's jedes damals Jahr. Seitenlang. Okay. Ich habe das einmal gemacht. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, kurz nach dem Krieg war das oder so. Und er macht das halt jedes Jahr. Jede Woche? Ah, ja. Hast du gesagt? Meine Mutter zwingt mich jedes Jahr dazu. Okay, wir starten einfach mal mit dem Aushöhlen. Aber nicht so ganz so zerstören, weil du musst den Deckel ja noch draufsetzen nachher. Ich musste dann aber auch vor deine Tür legen, ne? Ja, aber wenn ich vorbei muss, muss da eine kleine Lampe drin sein, also ein Teelicht. Ja, elektrische kaufe ich. Du darfst doch nicht mit Feuer umgehen. Nee, du kannst gar nicht mit Feuer umgehen. Erster! Ich hab noch nicht mal die Hälfte. Boah! Ich krieg meinen Deckel nicht raus. Ich hab ihn zu klein gemacht. Was kannst du eigentlich? Wir dachten, du bist der Experte. Ich dachte, ja. Ich glaube, wir haben auch über eine Gabel, das war eine gute Idee. Und jetzt adaptiert ihr schon wieder hier meine Strategie, ne? Deine Strategie ist schon. Ach, guck mal, was ein kleines Loch du da hast. Das macht Spaß. Also, ich weiß nicht, ob mein Besteck oder so, mein Werkzeug. Ja, mit. Boah, das ist eklig, ja? Das ist eklig. Ah, du kriegst halt echt viel weg. Ja. Sehr sauber. Wieso sieht das bei euch hier so scheiße aus auf dem Platz? Alter? Mann, ihr seid sauber! So. Mir reicht das. Ich habe meinen ausgehüllt, so reicht das. Mehr braucht man dafür nicht. Die anderen sind immer noch dabei, sind nämlich voll lahmarschig und voll schlecht neben Aushüllen. Und jetzt müssen wir gleich schnitzen und mal gucken, wer dann den besten hat. So. Nein. Du ein Vogel! Deswegen habe ich es extra so geschnitten, ja, ich dass er quasi rein. Gar nicht reinfallen kann. Ohne Deckel gibt es einen Minuspunkt! Oh. Er hat die ganze Zeit, als du nicht da warst, hat er übrigens Bilder angeguckt und so. Das ist absoluter Quatsch! Er hat sich nicht wieder zugeholt, ja. Das gibt dann auch einen Minuspunkt. Oder sollen wir jeder nochmal 2 Minuten gucken dürfen? Hält auch. Nee, ist gut. Verdammt. Du musst das schon so gut. Okay, wir werden jetzt anfangen, die Kürbisse zu schnitzen. Wir haben 10 Minuten Zeit und am Ende gibt es tatsächlich jetzt, haben wir uns zusammen so spontan überlegt, 3 Wertungen, beziehungsweise 3 Votes. Einmal den Deckel. Ja, ich würde sagen, sowas wie Kreativität, vielleicht irgendwie... Ja, so präzise, ne? Ja, so genau arbeitest. Genau, irgendwie so. Also ihr werdet das schon sehen, ja? Das müssen wir uns noch genau überlegen. Auf jeden Fall gibt es pro Kürbis eine eigene Bewertung. Deswegen votet gerne am Ende, ja? Und übrigens könnt ihr auch abonnieren. So, 10 Minuten laufen ab. 3, 2, 1, jetzt. Oh, ist das scheiße. Warte, ich hab mir die Seite schon versaut. Das ist dieser Müll. Er wird einmal rundherum gezeigt, übrigens. Nicht. Aber alles nach 10 Minuten wird gewertet. Kannst du mal aufhören? Achso, das können wir hier nochmal. Hallo, Freunde, fair play. Können wir hier nochmal einstellen? Du sagst was von Fair Play, ne? Aber dann hier. Ja, du schaffst auch nie im Spiel. Das stimmt doch gar nicht. Wie soll ich einen Mund machen? Das stresst mich jetzt gerade. Ich glaube, ich habe meinen Mund komplett falsch rum gemacht. Ich muss das gleich nochmal angucken. Aber das Ding ist eh durch, ne? Guck dir den Schnitt an, Alter! Junge, Junge, Junge! So essen nur. Keine Zeit gerade. Jetzt das Ding hier gewinnt. 50 Sekunden noch! Was? 50 Sekunden? Ja. Nein. Komm schon, hässlicher Kürbis. Schmuckstück eines Kürbis. Was? Wie sieht das bei dem Kacke aus? Warte doch mal ab. Noch 30 Sekunden. 3, 2, 1. Vorweg!
vom Kürbis. Darf ich meinen Deckel noch draufsetzen? Nein. Der Deckel darfst du draufsetzen. Okay. Die Kürbisse sind fertig. Die werden jetzt nacheinander präsentiert und auch die Person, die ihn geschnitzt hat, darf ihn erklären. Ja, das bedeutet. Das bedeutet, Aslan fängt einfach mal an. Dreh das doch mal zu den Zuschauern rüber. Jetzt kommt's, Freunde. Wir können mal angucken. Ich bin mal gespannt. Junge! Erkennt man's? Ja, das sieht man auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Oh, okay. Schokoladenseite? Ich weiß nicht. Warte mal. Ja, so ein bisschen macht er doch aus. Stell ihn einfach hin. So. Okay. Ja, er sollte böse aussehen. Ja. Ich glaube, das Auge sieht ein bisschen böse aus als das andere. Krass, der Mund sollte es auch noch irgendwie rüberbringen. Ich wusste nicht, ob ich jetzt hier irgendwie noch was ranmache oder nicht. Wenn man es erkennt, habe ich versucht, hier noch so ein bisschen was. Okay. Ja, das ist ja wie er ist. Das ist Aslans Kürbis. Okay, Kürbis Nummer 1, auch ein Voting, der erste Kürbis, der gewotet wird. Ich nenne ihn Johnny. Johnny. So, okay. Kürbis 1 ist Johnny. Ja, Kürbis 1 ist Johnny. Aslans Kürbis. Und jetzt kommt Jaspis Kürbis. Der sieht ja richtig nice aus im Bild. Sag mal. So. Mein Kürbis sieht nicht so richtig böse aus. Ein bisschen böse sieht er auch aus, aber eher so ein bisschen erfreulich auf jeden Fall. Und er sieht ein bisschen dämlich aus. Und ich habe extra den Deckel so gemacht, dass er ein bisschen rausguckt, weil das passt dann so ein bisschen als Frisur. Ne? Ja, und ich habe so ein bisschen versucht hier noch nachher, als ich noch ein bisschen Zeit um mich hatte, so ein bisschen die Schale abzumachen, weil vielleicht scheint das noch durch nachher. Zähne hat meine auch schon mal besser. Ja, aber auf jeden Fall. Votet für meinen Kürbis. Meine Haut dann weg. Der ist fröhlich. Okay, das ist Kürbis Nummer 2. Jetzt kommen wir zu Kürbis Nummer 3. Ah, deinen habe ich zwischendurch auch gar nicht gesehen. Ich bin gespannt. Kürbis Nummer 3. Tatsächlich gar nicht so. Also, da zum Beispiel fehlt ganz viel. Hier auch. Bei mir ist gar nicht so viel weg, denn ich habe einfach nur sehr viel geschnitzt nebenbei. Wie man hier sieht, ja. Also, wir haben jetzt hier ein Auge. Man sieht das auch direkt hier. Und das andere ist völlig vernarbt. Das ist nur ein Strich mit Narben drüber. Ja, Augenbrauen sind da. Die Nase natürlich ein Standard-Kürbisnase. Hat jeder Kürbis. Und hier haben wir den Mund. Das ist so ein Joker-Face einfach nur. Und das sieht, glaube ich, mit der Kerze drin ziemlich nice aus. Ich glaube, meiner sieht besser aus. Guck nochmal, Freunde. Das ist halt persönliche Präferenz. Stell die doch mal alle nebeneinander. Ja, wir können ja mal nebeneinander stellen hier. Wir schieben das mal weiter hier rüber. So, das sind die Kürbisse. Also die sehen auf jeden Fall komplett anders aus, ja, das oder? Stimmt, das stimmt, ja. Das ist Kürbis Nummer 1, Johnny, Kürbis Nummer 2, irgendwie... Jimmy und Aslans Hund. Und das ist Kürbis Nummer 3. Ich bin sehr gespannt, für welchen ihr voten werdet. Es gibt Es gibt insgesamt jetzt 3 Kategorien, in denen ihr voten dürft. Welche diese 3 Kategorien sind, das werdet ihr dann ja selbst sehen. Und in der Beschreibung bzw. im Top-Kommentar ist der Link. Irgendeine Bestrafung wird es bestimmt geben, aber keine Ahnung. Das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ja, haut rein. Spaß bei Halloween und adios. Einmal reinbeißen. Sie bestraft schon.